Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch mal den meiner Meinung nach besten Card Duplication Glitch momentan zeigen, den es ja momentan gibt. Ja, leider ist er nicht solo. Momentan gibt es leider keinen ordentlichen Card Duplication Glitch, der solo ist. Ja, für diesen hier braucht ihr, wie gesagt, die Hilfe von eurem Freund. Dann braucht ihr einen Nachtclub. Und dann noch eine Garage, wo ihr duplizieren wollt. In der Garage, wo ihr die duplizieren wollt, ja, da soll dann halt auch dann das Auto stehen, was ihr duplizieren wollt. Sollte dann noch irgendeine random Karre da drin stehen, welche Karre, das ist völlig egal. In meinem Fall, ja, ich möchte jetzt in der Arena duplizieren. Deswegen habe ich jetzt auch hier den Tigon, ein Auto aus der Arena-Werkstatt auch geholt. Begibt euch dann mit eurem Freund einfach zum LSK-Meet. Sind wir dann beim LSK-Meet angekommen mit unserem Freund. Dann kann unser Freund ganz einfach in unser Auto einsteigen. Und ja, mehr muss er auch die ganze Zeit nicht machen. Er steigt einfach ins Auto ein und bleibt die ganze Zeit sitzen, so lange, wie wir jetzt duplizieren. Wir gehen dann einmal auf Options, auf Online. Und dann teleportieren wir uns einmal in die Nähe von unserem Nachtclub. Dafür müsst ihr auf jeden Fall noch die Markierungsoptions einstellen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, das macht ihr einfach im Interaktionsmenü, dann auf Markierungsoptionen und dann könnt ihr die Jobs alle auf eigene einstellen. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall der Bot ins Spiel, der im anderen Zielmodus ist. Anavac 2P4 heißt der Bot. Den könnt ihr auch für solche Sachen immer benutzen. So, die erste Meldung, die jetzt kommt, die zweite Meldung, die lehnen wir ab. Wunderbar, und schon sind wir in der Nähe von unserem Nachtclub. Wir begeben uns dann einmal in den Lieferanteneingang und hier in dem Lieferanteneingang habt ihr auch, ja auch wenn ihr euch die Fahrzeuge nicht gekauft habt, die hat jeder. Wir steigen dann einmal in den Speedo ein, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, Options, nochmal Options und dann drücken wir Dreieck, um wieder auszusteigen. Das ist auf jeden Fall perfekt und ja, jetzt teleportieren wir uns dann in die zu der Garage, wo wir duplizieren wollen. Dann jetzt wieder dem Bot beitreten, warten bis die erste Meldung kommt. Wenn die erste Meldung dann kommt, holen wir uns dann nochmal die Zielmodusmeldung. Die zweite Meldung, die lehnen wir dann ab und schon sind wir in der Nähe von unserer Garage. Ja, wir begeben uns dann einfach in die Garage rein, wo wir dann duplizieren wollen. In meinem Fall ist es die Arena-Garage, wir steigen in den Easy Classic ein. Fahren dann zum Ausgang. Da unser Freund jetzt in unserem Auto drin sitzt, können wir in dieser Garage jetzt uns völlig frei bewegen mit dem Fahrzeug. Einmal die Beifahrertür blockieren, aussteigen. Als nächstes schnappen wir uns dann ein anderes Auto und mit dieser Karre müssen wir dann einmal die Fahrertür dann blockieren. Und dann können wir jetzt einmal testen, ob wir direkt reingezogen werden mit Dreieck. Ja, wunderbar. Wenn das der Fall ist, auf jeden Fall perfekt. Drücken wir einfach nur X und Dreieck gleichzeitig. Dann müssten wir jetzt mit dem Auto draußen spawnen. Wunderbar. Als nächstes öffnen wir dann einmal das Handy. Rufen dann einmal den Mechaniker an. Und ja, jetzt müssen wir einmal das Auto anfordern, was wir nicht mehr benötigen, oder halt einen kostenlosen Elegy. Ich müsste jetzt in irgendeiner Garage noch ein Auto haben, was ich nicht mehr benötige. Ja, wunderbar, hier habe ich noch unten noch ein Elegy. Perfekt, der wird dann einfach ausgetauscht. So, jetzt müssen wir einmal warten, bis wir die Meldung vom Mechaniker bekommen. Ja, das kann so bis zu einer halben Minute kann das dauern. So, der Mechaniker hat uns angerufen, perfekt. Jetzt können wir uns die MOC anfordern. Warten dann, bis die MOC geliefert wird. Wir geben uns einmal dorthin, fahren dann hinter der MOC, um das Fahrzeug dann einmal abzuspeichern. Und ja, schon haben wir die erste Kopie fertig gemacht. Ja, jetzt können wir mal noch zusammen eine zweite Kopie erstellen. Dafür begeben wir uns dann wieder in die Arena-Werkstatt. Hier steht auch dann wieder dasselbe Auto. Einfach wieder in den Classic einsteigen. Die Fahrradtür dann wieder blockieren. Genau wieder den gleichen Step wiederholen wie zuvor. So, wunderbar. Dann können wir aussteigen. Schnappen uns jetzt noch eine andere Karre. Und mit diesem Auto werden wir dann die Fahrertür einmal blockieren. So,
So, dann testen wir jetzt, ob es geklappt hat, indem wir jetzt einmal Dreieck drücken. Wunderbar, werden direkt ins Auto reingezogen. Perfekt. Ja, jetzt drücken wir wieder X und Dreieck gleichzeitig. Dann werden wir jetzt wieder mit dem Auto draußen landen. Wunderbar. Wir öffnen wieder das Handy und rufen wieder den Mechaniker an und bestellen uns das Auto, was wir nicht mehr benötigen, oder halten kostenlosen LG. Ich habe in der Garage auf jeden Fall noch einen Deluxo, den brauche ich auch nicht mehr. Einfach bestätigen und dann warten wir wieder auf die Meldung vom Mechaniker. So, der Mechaniker hat sich gemeldet, wunderbar. Dann können wir uns jetzt wieder zur MOC begeben. Wir fahren dann mit dem Auto hinten rein, einfach bestätigen. Und dieser Easy Classic, der jetzt in der MOC steht, der eben gerade in der MOC stand, steht jetzt in der Garage drin, wo wir das Auto eben her angefordert haben. Und ja, so könnt ihr euch die ganze Zeit, solange euer Freund noch im Auto drin sitzt, weiter duplizieren. Leider sind es keine saubere Kopien, deswegen braucht ihr auf jeden Fall noch ein iPhone-Kennzeichen. Ja, aber ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.